Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute hier, weil der McLemmon, seines Zeichens USB-Dompteur und bekannt aus Film, Fernsehen und Media CCC.de, uns heute etwas über Schriften vorstellen möchte. Und ich habe gerade schon ein bisschen hier gelugt, was da so liegt, und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ich wünsche einen angenehmen Talk und einen Riesenapplaus für McLemmon. Hallo, ich bin McLemmon, meine Pronomen sind er, ihm, und mein Status ist definitiv Landratte. Ihr findet mich im Internet, auf Matrix und so, im Fediverse. Wenn ihr über den Talk was posten wollt, bitte WT-Font und das Hashtag der Konferenz verwenden, dann finde ich das nämlich später auch noch. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen mit Schriften und Typografie befassen. Dazu die Warnung vorher, Typografie ist keine exakte Wissenschaft. Einige Begriffe sind im Deutschen und vor allem im Englischen sehr unterschiedlich verwendet. Es ist in vielen Bereichen verwirrend, inkonsistent. Einige Begriffe werden hemmungslos missbraucht und manche Ansichten sind auch etwas umstritten. Klar ist aber, Typografie ist ein wichtiger Teil von Kommunikation und Kommunikation ist grundsätzlich schwierig. Ohne Missverständnis ist es noch schwieriger. Und um Missverständnisse zu vermeiden, muss uns klar sein, Kommunikation ist verlustbehaftet. Das heißt, es ist nicht immer möglich, dass die sendende Person alles so rüberbringt, wie es bei der empfangenden Person ankommt. Jedenfalls nicht so, wie es gewollt war. Man kann nicht nicht kommunizieren, hat Paul Watzlawick gesagt. Wir kommunizieren immer, auch wenn das vielleicht ungewollt ist. Und bei Kommunikation geht es auch darum, Geschichten zu erzählen. Und das ist auch das, was ich hier mache, eine Geschichte erzählen. In frühen Jahren, also definitiv vor dem 01.01.1970, haben die Barden und Geschichtenerzähler, kannten die Geschichten ihrer Heldinnen auswendig, jedenfalls meistens. Und Schreiben war noch nicht erfunden. Sie haben also die Geschichten mit der Zeit abgewandelt und viele wichtige Details über die Kämpfe mit den Monstern zur See sind verloren gegangen. Genau. Und Typografie ist auch so ein Thema mit Rabbit Holes. Ja, das sind auch Rabbit Holes in Rabbit Holes, die ihr weiter erforschen könnt. Und wenn euch irgendwas davon interessiert, dann forscht doch weiter in diesem Gebiet. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen zu entdecken. Ja, wie hat das mit dem Schreiben angefangen? So vor 50.000 Jahren, Kommunikation war unmittelbar. Leute haben Dinge aufgezeichnet auf Höhlenwände, haben Dinge gemalt, einfache Sachen. Bekannt ist das Sulawesi-Pustelschwein in Indonesien und bekannter El Castillo, eine Höhle in Spanien, so 50.000, 45.000 Jahre her. Ist also schon ein bisschen länger. Ja, mehrere Kulturen haben unabhängig voneinander das mit dieser bleibenden Aufzeichnung von Informationen entwickelt. Und Sprache ist aber immer komplexer geworden, wurde immer abstrakter. Und zuerst wurden Dinge in Holzstücke oder Ton graviert oder die Panzer von Schildkröten und haben eben die Umgebung beschrieben. Tiere, Pflanzen, Geografie, solche Sachen. War auch nicht immer ganz eindeutig und es war halt schwierig. So eine Malerei dauert auch relativ lange. Ja? Ist auch nicht so praktisch, sich eine Höhlenmalerei mitzunehmen, wenn einem die Geschichte gut gefällt. Ja. Vor 3000 Jahren, so die ersten Anfänge von tatsächlich das, was wir als Schrift bezeichnen, in sumerischer Kultur, ihr habt wahrscheinlich schon von Kunai-Form gehört, in Mesoamerika, in China, in Ägypten, die Hieroglyphen und solche Sachen. Das Problem dabei ist, die Geschichte der Schrift ist generell etwas umstritten, weil, es gab noch keine schriftlichen Aufzeichnungen darüber. Wir haben ein klassisches Bootstrapping-Problem. Und die Symbole, die damals verwendet wurden, haben eher Konzepte und Ideen dargestellt als Worte oder Begriffe. Was waren die Anwendungsfälle von Schrift damals? Viehbestand, Handel und Warenverkehr und Aufzeichnung von Reichtum. Das war wohl auch das letzte Mal, dass Kapitalismus irgendwas Sinnvolles hervorgebracht hat. Ein weiterer Anwendungsfall war, Gesetze aufzuschreiben und Bürokratie und Asymmetrie von Macht zu dokumentieren. Schriftsysteme, gibt es viele, inzwischen über 30, sind abstrakt, sind komplex,
Viele davon basieren auf Buchstaben, manche lassen zum Beispiel die Vokale weg. Andere basieren auf Logogrammen, Silben oder beides. Und es gibt noch weitere Spezialitäten. Kennt irgendwer eine Person, die das lateinische Schriftsystem kennt? Okay, die Frage ist nicht ganz eindeutig. Das, was da steht, könnt ihr das lesen? Ja, okay, dann müsst ihr die Hand heben. Das lateinische Schriftsystem wird aus Buchstaben gebildet, beginnt von links nach rechts und die nächste Zeile kommt runter. Es gibt viele Sprachen, die das System verwenden. Es gibt nur einen einzigen Buchstaben, der tatsächlich in allen diesen Schriftsystemen gemein ist, nämlich das A, Alpha, Aleph. Alle anderen lassen immer irgendwo irgendwas weg. Und wenn sie nichts weglassen, was sie nicht brauchen, dann tun sie was dazu, was sie brauchen. Das sind so ein paar Beispiele, ne? So AI oder Thorn wie im Isländischen oder Altenglisch. Das berühmte scharfe S, das ja im Deutschen inzwischen auch als komplett unnötigerer Großbuchstabe zu bekommen ist, außer in Schweizerdeutsch, wo sie es ganz weggelassen haben, gibt es alles im Unicode. Was es auch gibt, sind Überlagerungen, die direkt mit den Buchstaben verbunden sind. Da sind dann so kleine Nupsis dran, ja, Nupsi ist ein Fachterminus. Die sind aber immer an den Buchstaben fix dran. Und dann gibt es noch sogenannte Akzente oder diakritische Zeichen, die sind ein bisschen abgesondert, ja, die sind lose und die gehören aber auch dazu, aber halt sind nicht direkt verbunden. Die lassen sich auch sehr schön miteinander kombinieren. Wien, die Stadt, wo ich lebe, die wird recht unterschiedlich geschrieben, also auf Lateinisch Wien, überschaubar. Auf Magyarul, also Ungarisch, wird das Ganze Bec geschrieben und auf Srpski, auf Serbisch auch Bec, aber anders, weil dort sind die Ausspracheregeln für Buchstaben anders. Das letzte ist Kirillizia, also das kyrillische Alphabet. Auch das wird von links nach rechts geschrieben und das kommt praktischerweise ganz ohne diakritische Zeichen aus. Da gibt es keine Akzente oder H-Checks oder solche Sachen. Gibt es aber auch im Unicode. Darmstadt ist eine vergleichsweise langweilige Transliteration in dem Fall. Ivrit, Hebräisch, wird von rechts nach links geschrieben. Ja? Die nächste Zeile auch wieder drunter. Und bei dem System werden an sich nur die Konsonanten geschrieben, die Vokale werden weggelassen, außer, wir sehen es in der zweiten Zeile, Aleph Bet Ivri, ja, das hebräische Alphabet. Dort werden die Konsonanten noch, diese kleinen Pünktchen, dazu gemalt. Das wird aber nach der Schule nicht mehr verwendet, außer in der Poesie, wo es darum geht, ganz, ganz sicher zu sein, dass es nicht falsch gelesen werden kann. Die traditionelle mongolische Schrift, ja, ist ein Buchstabenalphabet, die wird von oben nach unten geschrieben und die nächste Zeile dann rechts daran. Schriftrendering davon ist vorhanden. Ja, das mit dem von oben nach unten kriegen nicht alle Systeme hin und noch ein paar andere Dinge. Da gibt es vielleicht ein, zwei Personen, die dessen eher mächtig sind. Japanische Kana sind üblicherweise, also sind ein Silbenalphabet. Üblicherweise werden sie von links nach rechts geschrieben, außer wenn sie das nicht werden. Denn japanische Kanji können in mehreren Richtungen geschrieben werden. Von oben nach unten, von links nach rechts, aber auch von rechts nach links. Und wenn ich jetzt dann Kana dazwischen oder dazu schreibe, das kleine da sind auch Kana, aber Furigana, die erklären, wie das Kanji ausgesprochen wird, dann folgt die Schreibrichtung der Kana dem der Kanji. Das machen die auch mit lateinischen Buchstaben so. Das heißt, wenn die von rechts nach links anfangen, dann schreiben sie den Rest auch so. Lasst euch dadurch nicht verwirren. Die wechseln zum Glück nicht im Wort oder im Satz die Schreibrichtung. Gibt auch solche Fälle. Ja. Auch immer hilfreich, IPA, das hat nichts mit Bier zu tun, sondern das internationale phonetische Alphabet. Das funktioniert im Wesentlichen so wie das Lateinische und hat aber sehr viele diakritische Zeichen, um Betonungen und Nuancen der Aussprache darzustellen. Es gibt noch andere Formen der Kommunikation, die sind auch weit verbreitet. Die haben aber keine digitale Verschriftlichung. Gebärdensprachen zum Beispiel. Da gibt es zwar ein paar Varianten und Systeme, zum Beispiel das Hamburger Notationssystem, aber das kann nicht alles, was eine Gebärdensprache ausdrückt, tatsächlich schriftlich abbilden. Es geht nicht. So Sachen wie Timing,
wie groß oder klein mache ich etwas, wie betone ich etwas, kommt dort alles nicht so wirklich vor. Gibt es auch überhaupt nicht im Unicode. Das heißt, da ist es sehr, sehr schwierig. Wir können also nicht alles aufschreiben, was kommuniziert werden kann. Auch ein Ding, das nicht im Unicode enthalten ist, das Winker-Alphabet vom schönen Verb winkern. Das bezeichnet nämlich das, wie das Flaggenalphabet, die Semaphoren, gezeichnet werden. Gibt es in der zivilen Schifffahrt immer noch. Dort wird es aber durch den Sprechfunk abgelöst. Die Militärs stehen immer noch drauf. Schaut dann so aus zum Beispiel. Wer kann das lesen? Da sitzen so viele Matrosinnen rum und... Ja, es ist nicht... Also MRMCD, ja. Mike Romeo, Mike Charlie Delta. Schaffen wir. Da gibt es auch nicht nur Buchstaben, sondern da gibt es auch Steuerzeichen. Da kommen wir noch dazu. Also, das sind ein paar so Schriftsysteme, die sich die Menschheit auch ausgedacht hat. Schreiben ist komplex, ist kompliziert. Und wenn es mehr als nur Lateinisch ist, kann das richtig, richtig, richtig schwierig werden. Wie hat das jetzt mit dieser Reproduktion von Geschriebenem angefangen? Naja, also zuerst mal so Bambus abschrägen, Federkiel, ja, Tunken in Tinte und dann Dinge aufschreiben. Okay, jetzt können wir Dinge schriftlich festhalten, können sie miteinander vergleichen. Ist praktisch für den politischen Diskurs zum Beispiel. Aber man kann das auch drucken. Da gab es schon in japanischen und chinesischen Kulturen einfache Varianten davon. Die hatten so ein drehbares Rad und konnten dann Papyrus oder Papier da drauf drucken. Später wurde dann eine ganze Seite aus Holz geschnitzt und in Tinte ersäuft und das auf Papier gedruckt. Und die Erfindung der Druckpresse hat dann eben ermöglicht, sowas sehr viel schneller zu vervielfältigen und die Information besser und schneller zu verbreiten. Damit ist auch der Wunsch nach Lesen können stark gestiegen, weil auf einmal gab es viel mehr Angebot an Text zu lesen. Ne? Wäre doch praktisch, wenn man das könnte und hat somit die Information und die Verfügbarkeit von Information demokratisiert. Ja, eine Seite aus Holz schnitzen ist zwar praktisch gegenüber einem Kopiermönch, der das von Hand abmalt sein Leben lang. Hölzerne Druckplatten halten aber nicht lange und Holz hat keine Backspace-Taste. Also ausbessern ist schwierig. Und dann kam jemand auf die Idee, naja, wir zerlegen das in atomare kleinste Bausteine. Ja? Und das war Johannes Gänsfleisch zur Laden zum Gutenberg. Johannes Gutenberg. Der hat in Mainz gelebt, in Deutschland, war seiner Zeit mit dieser Erfindung stark voraus, hat bewegliche Lettern, also einzelne Buchstaben gebracht und auch noch andere Schriftsatzkonzepte wie Spaltensatz, Seitenränder, druckbaren Raum, variable Zeilenabstände. Also ein wahnsinniger Fortschritt, was das angeht. Und auch der hat gemerkt, Holz hält nicht lang und hat das dann durch Metallguss für die Buchstaben ersetzt, die auch ein sehr homogenes Schriftbild ermöglicht haben. Und jetzt habt ihr auch eine Idee, warum es eine Blogging-Engine gibt, die Movable Type heißt und das Projekt Gutenberg von Google, das Bücher einscannt und der Gemeinheit zur Verfügung stellt, hat ihren Namen auch von dort bezogen. Da gab es dann, um eine Seite zu bauen, zwei Kästen, nämlich oben einen für die Großbuchstaben und unten einen für die Kleinbuchstaben. Auch damals schon Usability sehr wichtig. Ne? Die Kleinbuchstaben brauche ich öfter, also muss ich mich nicht immer strecken, um den großen Buchstaben zu holen. Und das ist wortwörtlich der Grund, warum wir immer noch von Uppercase und Lowercase sprechen. Das sind einfach die zwei Kästen, die vor mir stehen. So simpel ist es. Und weil Uppercase so wichtig ist, feiern wir am 22. Oktober den Caps Lock Day international, also in ungefähr 3 Wochen. Viel Spaß damit. Ja, wir haben schon gehört, Metallmatrizen ermöglichen die Reproduktion von Schriften sehr gut, ein homogenes Schriftbild. Dazu gibt es die Gutenberg-Bibelschrift. Das ist die, die damals verwendet wurde. Warum hat man das dann so gemacht? Ja, weil die Leute das von der Handschrift gewohnt waren. Die hat man reproduziert. Der Font ist schon etwas älter, ungefähr 1440. Ja, 1440, Typografie ist richtig, richtig alt. Und ja, den gibt es auch digital. Also das ist kein Foto, das ist tatsächlich Text, was da steht. Im Laufe dessen sind im 16. Jahrhundert dann Schriftgießereien entstanden. Die haben halt Bleilettern oder Metalllettern gegossen und haben auch Schriftbilder designt und entworfen. Und richtig los ging es dann in den 1980ern mit der Desktop Publishing Revolution, wo alles digital wurde. So, Schrifttypen. Wie können wir die klassifizieren? Das ist jetzt mal so die Basics, okay?
proportionale Schriften, da sind die Buchstaben unterschiedlich breit. Weil ein I ist nun mal schmaler als ein M. Ja, Mi, 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 könnt ihr erkennen. Es gibt Monospaced-Schriften, da sind alle Zeichen immer gleich breit, auch wenn das manchmal etwas komisch aussieht. Im Terminal ist das aber sehr praktisch, weil dann ist alles immer schön sortiert. Weitere Klassifikationen gehen nach Aussehen. Es gibt Serifenschriften, die haben diese kleinen Füßchen, auf denen sie stehen können. Ja? Die kleinen Nupsis, die da rausstehen, oben und unten. Die sind gut für lange Texte, vor allem wenn sie hochauflösend reproduziert werden, also zum Beispiel beim Drucken, 2D-Druck auf Papier. Es gibt Slab-Serifs, die haben auch Serifen, die sind nur sehr, sehr deutlich und groß. Macht sie daher schlechter lesbar, das heißt für lange Texte ist da nichts mehr, aber als große Headline auf dem Poster schreien die nach Aufmerksamkeit, funktionieren da sehr gut, im Kleinen eher nicht so. Sans Serif kommt tatsächlich vom französischen sans, das bedeutet ohne Serifen. Daher haben sie auch keine Serifen, hätte ich gedacht. Eignen sich auch für lange Texte und vor allem für Reproduktion, wo es nicht so hochauflösend ist. Also Computerbildschirme, die haben ja historisch 72 dpi, auch wenn das heutzutage mehr wird. Von Druckauflösung sind wir noch weit entfernt. Die Schrift da ist Helvetica, die ist überall, wirklich überall. Und Erik Spiekermann, ein Font-Designer, hat gesagt, ja, Helvetica ist wie Toastbrot, schmeckt nach nichts, aber du kannst alles drauf tun. Was gibt's noch? Schreibschriften. Die machen so Handgeschriebenes mit verbundenen Buchstaben und so. Daran erkennt man die sehr gut. Sind auch eher schlecht lesbar, werden halt für Einladungen und solchen Kram verwendet. Und dekorative Fonts sind auch schwer zu lesen, aber funktionieren auch halt gut auf Postern, großen Plakaten und solche Sachen, weil manche von den Buchstaben sind halt sehr, sehr ähnlich zueinander, wie wir hier am Beispiel erkennen können. Genau. Schriftbilder gibt es auch unterschiedliche. Die Helvetica habt ihr schon gesehen, weil der kommt hier nicht aus. Dann gibt es da zum Beispiel noch Times New Roman, ist ein bekannter Name, Kurier Neue, das kennt ihr alle, Comic Sans natürlich. Wer das nicht lesen kann, das ist Wingdings oder eben Rubik Mono One, das ist die Schrift der heurigen MAM-CD. Da gibt es auch verschiedene Familien und Schnitte. Ja, das kann sein Italic, dann ist die Schrift schief, wird manchmal auch als oblik bezeichnet. Die beiden Begriffe sind typografisch tatsächlich unterschiedlich, werden aber hemmungslos durcheinander gemischt verwendet, tragischerweise. So viel zu nicht exakter Wissenschaft. Bold, manche sind Condensed Black oder auch Ultralight Italic. Wir haben also eine Schriftstärke, ein Gewicht. Das kann von sehr, sehr dünn und zart bis sehr, sehr umpf gehen. Und nicht jede Schrift hat all diese Gewichte. Es könnte sein, dass ihr da einfach nur Regular und Bold auswählen könnt und das war's. Bei den Proportionen gibt es auch Compressed, dann ist die Schrift halt sehr schmolpickt, sehr schlank. Oder sie kann sich sehr ausladend breit machen, das beeinflusst die Breite der Buchstaben. Da kam dann Adrian Frutiger 1957, ein Schweizer Typo-Designer, und hat gemeint, ja, das können wir doch einfacher und logischer machen, weil Ultralight Condensed Black, kein Mensch kennt sich aus. Wir machen also zwei Zahlen, also zwei Ziffern für Gewicht und Proportion. Das Gewicht geht von 3 bis 9. Die Zahl größer zu machen ist quite literally ein bold move. Ja, die Schrift wird fetter. Und bei den Proportionen werden gemeinerweise zwei Sachen reinkodiert, nämlich ungerade Zahlen. Heißt, dass es eine romanische Schrift ist. Bis heute, sie steht gerade auf. Ja? Und ist es eine gerade Zahl, dann kippt sie, dann wird es eine Italic. Ich hätte es genau umgekehrt gemacht, aber so ist es nun mal. Und kleine Zahlen bei der Proportion bedeuten, die Schrift wird breiter. Und große Zahlen bedeutet, sie wird schmaler. Warum das so ist, ich kann es euch auch nicht genau sagen. Aber wir haben jetzt ein halbwegs systematisches und einfaches System, das einigermaßen logisch ist. Also wenn ihr dann habt Helvetica neue LT 75 Bold, wisst ihr, das Schriftbild heißt Helvetica, das Gewicht ist 7, also ein bisschen fetter, und die Proportion ist 5 ungerade, das heißt geradeaus, nicht gekippt, und hat mit 5 in der Mitte eine normale Laufweite. Ein Font ist also diese konkrete Kombination aus all den Eigenschaften, die du in deiner Software auswählst. Das ist das, was wir als Font bezeichnen.
Dann gibt es noch andere Sachen, nämlich den Schriftgrad, die Größe. Für die Druckpresse musste ja jede Menge an Buchstaben einzeln in Metall gegossen werden. Da ist das Wechseln schwierig. Heutzutage können wir das in einem Menü auswählen. Und das, was wir da auswählen, ist eine Altlast, die wird uns auf ewig erhalten bleiben, wie so oft. Nämlich die Kegelgröße. Das ist ein Schriftkegel. Da haben wir oben den Buchstaben drauf. Unten zwei Riefen, die werden dann eingespannt, damit das zueinander ausgerichtet ist und eine schöne Zeile ergibt. Und die Kegelgröße ist diese Abmessung, die da markiert ist. Das schließt ganz viele Dinge mit ein und einen arbiträren Rand und einen minimalen Zeilenabstand, der nicht näher benannt wird. Das ist ein komplett arbiträres Maß. Es gibt keine Möglichkeit, das zu berechnen oder sonst irgendwas. Aber diese Schriftbildhöhe wird manchmal auch als HP-Höhe bezeichnet. Heißt, wenn ihr einen Font in 14 Punkt auswählt, wird ein anderer Font in 14 Punkt nicht gleich groß sein. Weil was ihr technisch tut, ist die Kegelhöhe auszuwählen. Und die hält sich nun mal an nichts. Gemessen wird diese Kegelhöhe in typografischen Einheiten. Da gibt es Inches, Punkte, Pikas und Agates. Das sind natürlich alles imperiale Einheiten, weil das metrische System war noch nicht erfunden. Und diese Inches sind auch keine US-amerikanischen Inches, denn das Ganze ist in Europa entstanden. Das sind auch keine britischen Inches, weil das Ganze ist in Europa entstanden. Das sind natürlich Royal French Inches, royale französische, und die leiten sich vom Pied de Roi, vom Königsfuß ab. Logisch, was würde man sonst nehmen? Und wer es nicht zufällig zur Hand hat, ein französischer royaler Inch sind 27,07 Zentimeter. Millimeter, Verzeihung. Nein, Millimeter, so große Füße hatte der König nicht. Ja, keine Sorge, da ist Land in Sicht. Es gibt gewisse Tendenzen, das durch metrische Einheiten zu ersetzen, die von ungefähr allen komplett ignoriert werden. Ja. Wie schaut es jetzt mit der Anatomie von so einem Font aus? Wir haben eine Grundlinie, da können wir die Buchstaben draufstellen. Wohlgemerkt, nur für lateinische und artverwandte Schriftsysteme. Bei anderen Schriftsystemen hängen die Buchstaben von einer Linie runter und lauter so Sachen. Damit kommen wir einfach durch. Da gibt es die Mittellänge, die X-Höhe. Wir stellen da ein kleines X auf diese Grundlinie. Ja. Die gibt an, wie groß ist ein Kleinbuchstabe. Die werden auch als Minuskeln oder Gemeine bezeichnet. Dann gibt es die Versalhöhe. Versalien sind die Großbuchstaben, Majuskeln. Die ist halt weiter oben. Das ist nicht das Höchste, was es gibt, aber die gibt es. Gebaut werden die zum Beispiel mit einem Stamm, ein vertikaler oder meist fast ganz vertikaler Strich. Dann gibt es Auf- und Abstriche, je nachdem wie schief und in welche Richtung sie gehen. Es gibt Oberlängen, die gehen über die Großbuchstaben drüber. Ja, ein kleines F ist höher als ein großes F, paradoxerweise. Ein kleines L geht ein bisschen darüber hinaus. So könnt ihr auch Is und Ls und Einser in manchen Fonts unterscheiden, wenn ihr wisst, manche sind ein bisschen höher als andere. Es gibt auch Unterlängen. Ja, das P und das G, die lassen da ein bisschen Dinge baumeln, ganz entspannt. Und wenn irgendwo ein Loch im Buchstaben ist, ja, heißt das auf Deutsch klassischerweise eine geschlossene Punze. Und wenn die nicht ganz geschlossen ist, dann ist es eine offene Punze. Ein kleines A hat beides in dem Fall. Es gibt dann noch sehr, sehr viele andere, sehr spezifische Begriffe wie Arme, Beine und sonstige Extremitäten, kommt da alles vor. Wovon ihr auch schon gehört habt, wahrscheinlich sind Ligaturen. Gibt es auch ein paar spannende Betrachtungen dazu. Nehmen wir ein kleines F. Das ist alleine sehr hübsch. Tun wir ein zweites dazu, wirkt es auf einmal komisch. Außer wir machen eine Ligatur und verbinden die beiden miteinander. Jetzt kuscheln die ein bisschen, schaut gleich besser aus. Das geht mit einem F und einem I genauso. Ja, das wirkt irgendwie komisch. Machen wir eine Ligatur daraus und machen einen Buchstaben FI, das ist ein Zeichen, und kombinieren die beiden. Es gibt aber auch Buchstabenligaturen, die über drei Buchstaben hinweggehen. FFI zum Beispiel. Ja? Ist ja toll, wenn ihr in einem Programm, das mit drei Buchstabenligaturen umgeht, arbeitet und mit einem anderen, das das nicht kann. Ihr kopiert irgendwas mit FFI drinnen, setzt das im anderen ein und es fehlt ein F, weil nur FI ankommt. Und dann seid ihr nach einiger Zeit ziemlich überzeugt davon, dass ihr zu blöd für Copy-Paste seid. Weil es geht euch wirklich ein Buchstabe verloren. Einfach so.
Ältere Inkscape-Versionen sind bekannt dafür. Fragt mich bitte nicht, woher ich das weiß. Falls ihr das schlecht lesen könnt, da steht Weißraum. Ja, also das ist das, was zwischen den Buchstaben ist. Ja. Es geht auch nicht um Tabs versus Spaces, nein, das ist eine andere Diskussion, sondern den Raum zwischen Worten. Ja. Im Unicode gibt es über 20 verschiedene Leerzeichen in verschiedensten Ausmaßen und Anwendungszwecken. Aber es gibt nicht nur zwischen Buchstaben, sondern auch, also ja, zwischen den Buchstaben. Da gibt es einen Default-Wert, das ist die Laufweite einer Schrift. Die gibt an, wie breit ist diese Schrift, ja, wie viel Platz ist da zwischen den Buchstaben. Bei Großbuchstaben wird die Laufweite oft ein bisschen größer gemacht, weil Großbuchstaben direkt aneinander sind halt schlechter lesbar. Dann gibt es noch Kerning. Das ist der Abstand zwischen zwei individuellen Buchstaben. Also genau die Kombination von den zwei Buchstaben. Ja? Zum Beispiel A und V. Die sind jetzt ein bisschen breit auseinander, deswegen rutschen wir sie näher aneinander, unterschneiden sie und dann kriegen wir eben diese Kombination. Die ist in der Schrift definiert, die Schrift weiß das. Das geht mit Groß- und Kleinbuchstaben auch, da können wir ein T und ein A nehmen, dann haben wir ein A, das bei Regen nicht ganz so nass wird. Also, jetzt wo ihr Kerning schon kennt, ja, ihr werdet es immer und immer wieder sehen, vor allem wenn es schlecht ist. Da reichen 5%, ganz, ganz gruselige Erkenntnisse. Abstände gibt es auch zwischen Zeilen, ja? Der ist definiert halt bei der Schrift. Den kann man kleiner machen, dann schaut es sehr gedrängt aus. Bald. Bei Zeilenabstand ist praktischerweise kein Buchstabe mit Unterlänge dabei, aber der würde jetzt schon in die Zeile drunter reinhängen. Und wenn ihr mal aus einem Text mehr Seiten rausholen wollt, das wirkt irgendwann komisch, wenn ihr den Zeilenabstand auf 2 stellt. Ja? Ich weiß, klassische Maßnahme, aber bringt es nicht. Also, manche sagen, Weißraum ist wichtiger als die schwarzen Buchstaben selbst. Ja? Redet mal mit Layout-Menschen darüber, wenn ihr euch traut, weil über das vermeintliche Nichts gibt es unglaublich viel zu lernen. Anwendungsfälle für Schriftbilder, zum Beispiel der 2D-Druck, ja, auf Papier oder Vinyl, T-Shirts und solche Sachen. Ein Laserdrucker ist ja im Wesentlichen monochrom, ein Farblaserdrucker sind 4 monochrome Laserdrucker. In Cyan, Magenta, Gelb und K wie Kontrast, genau, das ist schwarz. Aber 2D-Druck ist normalerweise hochauflösend. Bildschirme nicht so. Früher 72 dpi, heutzutage hat euer Smartphone auch mal 150 dpi oder die Smartwatch, da ist auch der Betrachtungsabstand geringer. Auch nicht so hoch aufgelöst, 3D-Druck. Wenn ihr jetzt auf einem Gehäuse Text drauf machen wollt, um die Häfen, die Ports zu beschriften, ja, dann kann es passieren, dass so eine Geometrie irgendwie nicht funktioniert, weil in dem Font, wenn wir das so hernehmen, ja, MCD, da kann es ein Problem geben, nämlich wenn wir uns das C genauer anschauen, ja, schaut das in 3D so aus. Der Buchstabe fällt uns auseinander. Also ich habe dann 2 Teile in der Hand, die kann ich aber schlecht, das bleibt da nicht. Ja. Gravitation sei Dank, funktioniert immer noch, aber ich habe 2 lose Teile. Andere Sachen wären diese Kärtchen. Ja. Das rote Kärtchen ist die DIN-Schrift, die für technische Zeichnungen geeignet ist. Ich hätte da ein paar zum durchgehen lassen, wenn die jemand durchgehen lassen mag. Die blauen sind gut geeignet, da ist irgendwas von der NASA dabei. Und die grünen gehen auch noch, je röter und gelber es wird, desto nehmt das nicht. Ihr könnt die Schrift da auch angreifen, ja? Also ihr spürt auch, wie die erhaben ist beim Druck. Aber beim 3D-Druck kann das spannend werden. Auch spannend, genau, ihr schafft das, das irgendwie weiterzugeben. Herr Herald Matrose. Lesen kann man ja nicht nur optisch. Lesen geht auch haptisch, ja, taktil. Und taktiles Lesen funktioniert bei Braille zum Beispiel. Ja, jetzt geht's schnell dahin. Ja, bitte. Und ich brauche dich dann gleich nochmal. Genau. Diese Dinger da sind Braillezellen beziehungsweise eine Braillezeile mit 8 Zeichen. Funktionieren auch hervorragend als Fidget Toy. Ja? Ich will die wieder haben. Ich sage es nur gleich dazu. Aber Braille wird halt in Papier geprägt, das heißt von unten durchgedrückt. Und da kann man dann auch eine Schreibmaschine bauen, eine tragbare. Ja, das sieht so aus. Damit könnt ihr mit einem Blatt Papier, könnt ihr die draufklemmen und die Buchstaben durchdrücken.
Das heißt, Lesen ist so eine sehr komplexe Funktion, die das Hirn schafft. Ja? Und euer Gehirn erkennt Formen. Jetzt sowohl die von Buchstaben und wenn ihr fortgeschritten seid im Lesen, dann halt auch die Skyline von einem Wort. Und eben nicht nur die einzelnen Buchstaben, sondern es gibt einen generischeren Begriff dafür, das ist Glyph oder Glyph im Englischen. Das beschreibt halt jede bedeutungsrelevante Markierung. Das kann ein Fragezeichen sein, jede Art von Interpunktion. Das beliebte Interrobang, das ist eine Kombination aus Fragezeichen und Rufzeichen, ist für besonders nachdrückliche Fragen. Ein kleines A oder auch für die deutschen Umlaute die Kombination aus Diarese, das sind die zwei Punkte oben, und einem darauffolgenden Vokal. Wenn ihr so ein kombinierbares Zeichen drückt, dann habt ihr üblicherweise eine Farbmarkierung unter dem Zeichen drunter, das euch ansagt, hey, der nächste Buchstabe rutscht wahrscheinlich da drunter. Wahrscheinlich bedeutet, wenn das zulässig ist. Der Font weiß, welche Buchstaben da drunter rutschen dürfen und welche nicht. Im Spanischen und Portugiesischen darf die Tilde halt nicht auf allen Vokalen sein. Und der Font weiß das. Darf ich dir eben dein Mikrofon? Du darfst mein Mikrofon richten. Raschelt es. Ah ja, es ist gerutscht. Ich verstehe. Jetzt, wo du es sagst, weiß ich auch, warum es sich komisch anfühlt. Genau, nimm das mal. Ich kann das auch. Okay, danke. Besser? Ja, besser. Machen wir das so. Ja. Okay. Genau, also die Tilde darf nicht auf jedem Buchstaben landen. Und der Font beweist das eben, dass der Buchstabe da nicht runter darf. Ob das in der jeweiligen Sprache Sinn ergibt, ist eine andere Diskussion. H-Checks in diversen Varianten, diakritische Zeichen beeinflussen üblicherweise auch die Aussprache. Wenn wir jetzt also MAM-CD nehmen und so Akzente kombinieren, weil ja, die lassen sich kombinieren in mannigfaltiger Variante, ja, dann haben wir den sogenannten Salgo-Text. Und ja, das ist tatsächlich immer noch Text, ja, das ist keine Grafik, das sind Buchstaben. Kann aber für die IT-Security schon mal interessant werden, ne? Ob das richtig dargestellt wird, ob das jetzt irgendwie aus einem Viewport rausfällt und so. Da gibt es aber noch mehr. Ziffern. Wie viele Ziffern haben wir? Grobe Vermutung? Ich höre ein leicht verhaltenes, nervöses 10. Ja, für Dezimal, ja. Das in der Mathematik bin ich bei euch, in der Typografie können das auch mal 30 oder mehr sein. Ziffern können sein nicht proportional, also alle gleich breit. Praktisch in der Tabellenkalkulation, man verrechnet sich nicht so schnell. Für im laufenden Text gibt es die aber auch in proportional, unterschiedlich breit. Also eine 1 ist halt schlank im Gegensatz zu einer 0. Das ist auch die Erklärung hinter Datenkompression. Wir nehmen einfach die schlanken 1, stellen sie in die Punze von der 0 hinein und so werden die Daten weniger. Es gibt aber auch noch sogenannte Medieval-Ziffern, ja, Medieval, mittelalterliche Ziffern, die haben dann Oberlängen und Unterlängen. Ja, 6 und 8 ragen nach oben, 3, 4, 5, 7, 9 ragen nach unten. Sind im Fließtext tatsächlich etwas besser lesbar. Wollt ihr nicht in der Tabellenkalkulation, ganz klarer Fall. Es gibt aber noch mehr Ziffernvarianten, zum Beispiel eine geschlossene 4, eine offene 4, oder eine runde 6 und 9 versus einer geraden 6 oder 9. Das sind alles Varianten, die Schriften haben können. Da sind wir jetzt bei 33 Ziffern alleine. Ja. Diskutiert das mal bei einem Getränk mit der Mathematikerin eurer Wahl aus. ja, genau, Kanji, da geht das weiter. Fonts beschreiben jetzt also, wie so ein Glyph aussieht, ja, machen so eine Outline drumherum, aber auch, wie sie sich verhalten. Und auch, wie sie sich verhalten in Relation dazu, was sonst noch in der Umgebung ist. Ja? Im Anfang waren Fonts halt proprietäre Pixel. Da hat's mal, schauen wir mal, dass es funktioniert. Später wurden das proprietäre Fonts. Da gab es dann auch Bedarf an Interoperabilität. Ja? Dann gab es Standards. Das begann mit PostScript in den 80er Jahren. Da gab es zwei Fontformate, nämlich Typ 3. Klar, wenn es zwei Formate gibt, heißt das eine Typ 3. Das ist wie eine Programmiersprache mit Schleifen und Variablen, aber ohne Font-Hinting. Also keine Hinweise darauf, wie funktioniert die Schrift, wenn sie sehr, sehr klein wird. Und Typ 1, etwas einfacher gestaltet, dafür aber mit Font-Hinting. Alles proprietär und teuer, weil mit
Lizenzen lassen sich Geld verdienen. Das war Apple dann zu blöd, die haben einen offenen TrueType-Standard geschaffen, haben den frei herausgebracht, an Microsoft lizenziert und großes Drama mit Adobe gemacht. In Folge darauf ist es Microsoft zu blöd geworden und sie haben aus TrueType eine Weiterentwicklung gemacht und OpenType daraus gemacht. Das ist tatsächlich seit 2007 ein ISO-Standard. TrueType, also OpenType-Schriften können sowohl TrueType als auch PostScript-Outlines enthalten. Wir schleifen also die gesamte Legacy komplett mit. Aktuell so der geile Scheiß, ja, sind Variable Fonts, das heißt OpenType-Spezifikation 1.8 oder höher. Und da können jetzt Fontschnitte, Familien, Gewichte und alles in einer Datei enthalten sein. Das ist super für Webseiten, weil ihr könnt einen Font einbetten und könnt alle möglichen Proportionen dafür für eure visuelle Hierarchie mit einer einzigen Schriftdatei ableiten. Das CSS3-Property dafür ist Font Variation Settings. Da könnt ihr auf alles zugreifen damit. Ja. Spart ganz viele Bytes beim Download, macht Seiten schneller. Verwendet das. Rechtlich, ja, Fonts sind kompliziert. Den Schriftbildnamen, das ist ein Name, da können wir eine Marke drauflegen, das können wir schützen. Aber nicht Schnitte wie Bold oder Italic. Manchmal wird das rechtlich als Design betrachtet, was problematisch ist, weil wirkt sich jetzt der Schutz des Designs der Schrift auch auf das Dokument, das damit gestaltet wird, aus, ist irgendwie ungünstig, ne? Wollen wir nicht. Und wo ist da die Schöpfungshöhe genau? Ne? Manche sehen es auch als Code an, weil Fonts enthalten Variablen, Schleifen, Bedingungen. Es schützt dann die Implementation, aber nicht die visuellen Aspekte. Und ja, es gibt nur so viele Varianten, wie ich einen Buchstaben darstellen kann, bevor es nicht mehr der Buchstabe ist. Dafür gibt es eine freie Code-Lizenz, die Open Font License, die berücksichtigt genau diese Probleme, dass ich Fonts eben frei kopieren, verwenden und weitergeben darf und solche Sachen, aber sagt auch explizit, dass Dokumente, die damit gesetzt werden, nicht von der Lizenz betroffen sind. Schöne Beispiele von frei verfügbaren Schriften, die es mit dieser Lizenz gibt. Google Fonts, Noto, Roboto, Ubuntu, könnt ihr alle nehmen. Ihr könnt die auch selber hosten, ihr müsst die nicht von Google einbinden. Das ist auch gut für die Privatsphäre derer, die eure Webseite besuchen. IT-Security-Aspekte gibt es auch. Hm? Ja, natürlich. Was habt ihr gedacht? Fonts sind Turing-complete, ja? Falls es immer noch nicht klar ist. Ja? Fonts sind Turing-complete in mehrfacher Hinsicht auf mehreren Ebenen. Ja, nicht zufällig, das Konzept dahinter. Typografische Features, solche, auf die ihr mit diesem CSS-Property zugreifen könnt, da gibt es ein paar. Ja, das könnt ihr alles ansprechen in CSS. Ich bin sicher, dass nicht in jeder Rendering-Engine, in jedem Glyph-Shaper all das sauber input-validated wird. Garantiert nicht. Also wenn ihr ein Gebiet sucht, um bei IT-Security zu forschen, da gäbe es was zum Anschauen. Was gibt es noch? Umweltschutzaspekte bei Schriften. Ja, nicht drucken spart am meisten, ganz klar. Doppelseitig drucken spart zumindest 30% Papier. Leichtere Schriften verwenden spart Toner. Kann sich aber negativ auf die Lesbarkeit auswirken, also auf die Accessibility. Barrierefreiheit ist auch so ein Ding. Da profitieren alle davon, auch wenn das manchen noch nicht ganz klar ist, dass sie potenziell jederzeit dazukommen könnten, davon zu profitieren. Schriftauswahl beeinflusst auch, wie Screenreader funktionieren. Aber McLemmon, Screenreader lesen Bytes und nicht Buchstaben, außer wenn sie das nicht tun. Wenn sie nämlich euer Handy, wenn ihr euer Handy nehmt und Text abfotografiert, und da gibt es Texterkennung, dann liest das die Schrift, macht Character Recognition. Und dann macht es unter Umständen für die blinde Person, die genau jetzt wissen will, was da steht, weil es nicht in Braille da ist, einen großen Unterschied, ob das jetzt richtig ankommt oder nicht. Schönes Beispiel, Medikamentenverpackung. Ja, da steht drauf, wie das Medikament heißt, aber sonst nichts. Wäre aber hilfreich, ne? Also das kann wirklich nachhaltig Auswirkungen haben. Überlegt, welche Schriften ihr verwendet. Es gibt auch Unterhaltung mit Fonts. Zum Beispiel ein schönes Spiel, ein Side-Scrolling Jump and Run. Ihr seid ein Doppelpunkt. Also es ist mehr so ein Roll and Jump. Aber ihr könnt verschiedene Welten erforschen. Die Welt der Serifen, die Welt der Sans-Serif, die Welt der Pixel-Fonts. Ein sehr nettes Spiel, war very positive auf Steam. Es gibt Typo Man, wo tatsächlich
Teile der Levels aus Buchstaben entstehen und wo sich das Level selbst beschriftet, was es ist. Also wir erkennen hier eine Plattform zum Beispiel, auf der ich stehen kann. Und klassisch eines der schwierigsten Spiele aller Zeiten, Dwarf Fortress, das war über Jahrzehnte hinlang nur Text. Inzwischen gibt es auch eine einfachere Version, die mit Grafik daherkommt, aber das war einfach immer nur Text. Andere Formen von Unterhaltung, ja, Entertainment, sind Filme. Ein wunderschöner Film, ja, eine computeranimierte Science-Fiction-Romanze ist Wall-E, ja, hat ganz, ganz großartige Typografie über die verschiedenen Zeiten, die betrachtet werden im Film. Schaut euch das an, ist auch in jeder anderen Hinsicht ein empfehlenswerter Film. Und Helvetica, die Dokumentation zur Schrift Helvetica. So, wir haben noch 5 Minuten. 4, da müssen wir uns beeilen. Ich brauche jetzt Assistenz beim Eintippen von Text, weil, ja, wir haben gelernt, Fonts sind Turing Complete, das heißt, sie können alles tun. Alles tun heißt, ich könnte da ein Large Language Model in den Font einbauen. Ja, und jemand hat das getan. Natürlich, es ist möglich, also wird es getan. So, zurück. So, das ist jetzt der spannende Teil für mich. Liebes Audio, falls es kracht, sagt mir Bescheid, weil ich muss da jetzt hinsehen können. So. Genau. Punkt 1. Ist egal. Also, wir haben hier ein Eingabefeld. Gleich. Da kann ich Text tippen. Ja. Das ist toll. Ich kann sagen, hallo. Und da fällt uns etwas auf. Ich habe mich erstens vertippt und zweitens, die O's sind nicht so O. Probieren wir das nochmal. Immer noch keine O's. Brauche ich ein geheimes Wort? Wer kennt ein geheimes Wort? Abracadabra. Funktioniert. Habe ich O's. Sehr schön. Schaut aus wie Open Sans. Ja, ich sollte Linux bedienen können. Schaffe ich nicht. So. Schaut aus wie Open Sans, ist aber Llama Sans. Der Font bessert das selber aus, der weiß, ich heiße anders, machen wir Llama Sans draus. Und wenn ich jetzt einen Text schreiben will, ja, kann ich anfangen, ne, ich will eine Geschichte erzählen, ja, es war einmal, und jetzt drücke ich ein Rufzeichen. Ich habe jetzt Assistenz. Die muss Rufzeichen tippen. Nachdem ich nicht möchte, dass sich jemand vertippen kann, habe ich hier eine Tastatur. Die hat eine Taste und die tippt ein Rufzeichen. Tipp doch mal so 80 Rufzeichen. Du hast da rechts unten einen Counter. Du kannst auch draufbleiben ein bisschen. Und wenn ich dir den Fokus auf das richtige Eingabefeld tue, dann geht das auch. So, hier. Okay, Moment. Stopp. Rebooten wir das Keyboard. Und jetzt... Noch immer nicht? Ja, sag du mir. Moment. Da, wenn wir die Maus gefunden haben. Nein, ich bin immer noch im... Ja, ist okay. Das nächste Mal muss ich mir echt überlegen, dass ich mich irgendwie sinnvoller hinsetze. Wo ist mein Mauszeiger? Mag nicht. Klassiker. USB-C kann man ja umdrehen und dann passieren mehr Dinge. Nö. Okay, die Tastatur mag uns gerade nicht. Mag uns die andere Tastatur. So. Du beaufsichtigst, dass ich hier wirklich nur Rufzeichen tippe, ja? Jetzt sind sie weg. Und wenn ich jetzt weiter Rufzeichen tippe, dann fängt der Font an, von alleine eine Geschichte zu erzählen. Once upon a time, there was a little girl named Lily. Ja, wenn ich da zu viele Rufzeichen nacheinander tippe, dann braucht der Font ein bisschen, weil
ein Large Language Model in einem Font auszuführen, dauert halt ein bisschen. Ne? Bei jedem Mal, wo das Ding einen neuen Glyphen malt, rennt dahinter eine ganze Engine an. Genau. Also wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, das geht so. Und damit wollen wir es auch gut sein lassen. Ich mache Schluss. Danke. Falls ihr ein paar Werkzeuge wissen wollt noch. Wir haben doch keine Zeit. Praktische Dinge. Font-Goggles. Wenn ihr einen Mac habt, ist Free Libre und gratis. Font-File drauffallen lassen. Ihr kriegt ganz, ganz viel Info, was dieses Ding kann. Wenn ihr keinen Mac habt, Font-Drop ist eine Webseite. Da könnt ihr auch Schriften vergleichen, mit allen möglichen Achsen von diesen Properties im Font im Browser rumspielen und erforschen, was die Schrift so kann. Wacker Fondue, toller Name, funktioniert eh auch so. Font reinfallen lassen, der bleibt auf eurem Rechner. Das heißt, ihr könnt auch da heikle Beta-Tests machen. Die bleiben auf eurem Rechner. Und mit diesen Tools solltet ihr wirklich sehr weit kommen, um ganz, ganz viel über Schriften rausfinden zu können, was die technischen Eigenschaften angeht. Und damit möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, ganz schnell. Nämlich bei allen Matrosinnen der HMS MAMCD. Danke, dass ihr dieses Event am Laufen haltet und möglich macht. Danke in Columbia für ihr Fachwissen, was Typesetting und Fonts angeht, die ganz viele meiner sehr detaillierten, obskuren Fragen in der Vorbereitungszeit beantwortet hat. Danke an Tech5 für die Erforschung von 3D-Druck und Schriften. Die Person hat diese Sample-Kärtchen erzeugt, die ihr da euch anschauen konntet und auch taktil erfassen konntet. Danke an Sof für Fachwissen, was Gebärdensprachen angeht und auch für interessante Diskussionen, was den 3D-Druck angeht. Sof und Ember, die mir geholfen haben, die Buchstabensuppe da draußen, mit der ihr spielen könnt, mal zu sortieren, um zu checken, dass keine Buchstaben fehlen. Sie ist komplett. Es gibt eine Lösung und es gibt genau eine Lösung. Ihr werdet es rausfinden. Danke an Lumo, der mir mit orangem Filament geholfen hat. Lobbe von der Typografischen Gesellschaft in Wien, die sichergestellt hat, dass ich hier auch nichts von den ganz wichtigen Dingen tatsächlich übersehe. Josp und Pavel vom Do-It-Blind-Projekt über ihr Fachwissen, was 6 und 8 Punkt Braille-Schrift und die Steuerzeichen in Braille angeht. Aram für Fachkenntnisse in hebräischer Schrift, damit ich da auch keinen Blödsinn hinschreibe. Sörens für das tolle Lama-TTF-Demo, ja, den habe nicht ich gemacht, das war Sörens, danke dafür. Danke an Luto, weil Luto hat geholfen, dass das Demo überhaupt funktioniert auf einem Ubuntu auf ARM. Und Kuchen und Pascoda, die mich hier auf der MAMCD auch ganz großartig unterstützt haben. Und damit sage ich Dankeschön. Für Fragen ist keine Zeit mehr. Ich verkrieche mich nach draußen. Ihr könnt mich aber draußen gerne noch abpassen und mir weitere Fragen stellen, damit die Nächsten hier weitermachen können. Dankeschön.